Hallo, sehen wir, weiter geht's mit Grandia 2. Ich wollte gerade sagen, wir schauen uns noch die weiteren Stände an, denn beim letzten Mal haben wir das Arm Wrestling gewonnen, was uns nicht wirklich viel zum Divine Sword gebracht hat, und Elena hat sich mal wieder in Melania verwandelt, ne? Möchtest du mittanzen, oder was? Ich find's auch super, dass wir die Mucke hier die ganze Zeit am Laufen haben zum Festival. Mein richtiger Dancer hier. Ja, warum nicht, ne? Ist das das Lied, was wir jetzt hören, quasi, oder wie? Ja? Harmonisch, eventuell? Mein Gott, lass sie den Tag doch genießen. Ich meine, mein Gott, mit ihr ist es leichter, ein Couple zu spielen, ne? Weil sie das wirklich will. Elena hingegen stellt sich da ein bisschen krumm, ne? Mensch, und immer wieder diese Boobshots, wenn sie so überlehnen, ne? Achso? Achso ist das, du machst Leute glücklich, wenn du singst. Sehr nice. Sollen wir jetzt ein bisschen in seinen Tipjar werfen, oder wie? Oh, hey! Rowan ist wieder da und hat Mary mitgebracht, oder andersrum. Es klingt so, als ob sie nur kommen darf, wenn irgendwas los ist, ne? Lass sie doch auch mal Spaß haben. Hat wohl nicht so ganz geklappt, ne? Sondern? Hä? Woher weißt du das denn? Hä? Ja eben, wir haben es schon versucht, also uns haben sie nicht reingelassen. Echt? Okay. Du willst nicht mal gesehen werden, Rowan? Ich dachte, wir sind Freunde. Willst du uns nicht erzählen, was da los ist? Okay, es hinterfragt nicht mal irgendeiner die Situation. Und ich hatte anscheinend doch recht, Melania ist tatsächlich diejenige, die wir im nächsten Dungeon nutzen werden. Als ob das ein Spoiler ist, 5 Minuten vorher. Aber gut, dann ja, ist sie mit dem Mirage Ring und mit dem Chaos Egg bestens ausgestattet. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir eben entsprechend schon mal vorgesorgt haben, ne? Ja, da ist ja das Schiff, ne? Das können wir nehmen. Ja, ich bin vorhin noch nicht darunter gegangen, weil... Alles klar. Ich meine, unser Kompass zeigt ja sowieso da, ne? Cute, but wanna come play with me? Sorry, cannot. Maybe later, bye. Wow, du tust mir leid. Ey, wegen deiner Haarfarbe hätte ich schon ja gesagt, aber hey. Aber hey. Ja, wieso? Oder Tia fast. Na, Tia hat ja blaue Haare. Das ist eine gute Frage. Okay. Ja, das ist eine gute Frage, ne? The gate must not be opened ever? Okay. Interessant doch, dass Melania da ganz hinten den Platz bekommt. Ich dachte, Rowan will nicht gesehen werden. Hätte er nicht den Platz da hinten nehmen sollen? Just thinking, aber hey. Wie relaxed sie da nicht hockt. Aber gut. Okay, wir haben es zum Schloss geschafft. Unbemerkt, wohlgemerkt. Hey, hey, hey. Prince Rowan, ne? Jetzt ist die Katze spätestens aus dem Sack. Ich denke mal, dass der ein oder andere spätestens jetzt oder vor 2 Parts schon gemerkt hat, was hier los ist, oder? Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare geben. Ja, ja, es sind Monster, wie in... Ich weiß leider nicht mehr, welches Schloss das in Lufia 2 war, aber es gibt Bonuspunkte für denjenigen, der mir sagen kann, unter welchem Schloss in Lufia 2 der Dungeon gewesen ist. Das war, ich gebe jetzt Tipp, das mit der Krone und mit diesen beiden, die die Krone entführt haben, ne? Oh shit. Aber ihr erinnert euch bestimmt, wenn ich das so sage. Ich weiß aber den Namen nicht mehr. Bonuspunkte für denjenigen, der es noch weiß. Oder kurz durchs LP von mir schaut und nochmal reinguckt. Hawk. I have the others with me.
Attendance. Alles gut, wir sind die besten Leibwächter. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich Roan eigentlich ganz gut selbst auf den Beinen halten kann, würde ich meinen. Ha, und neuer Dungeon. Wir sind im Simon Castle Secret Passage. Und was ich hier gerne mache, ist meine Puffnuts benutzen. Ihr hört schon, dass hier mal wieder ein Kleiner unterwegs ist, ne? Gave one Puffnut to Carol. Hey, the little runt looks happy. If you give him more and Puffnuts, maybe he'll leave dead birds on out doorstep. Ach, so, alles klar, sorry. Noch eine Puffnut und noch eine. Ich glaube, drei ist es, ne? Genau, wenn ihr ihm drei Puffnuts gibt, dann wickelt er sich an euch rum. Und ihr habt ihn quasi über den ganzen Dungeon. Ich benutze es gerne hier, weil jetzt ist der Dungeon auch ein bisschen heller. Es gibt keinen Dungeon, wo man ihn unbedingt holen muss, aber es erhält den Weg und ich denke, das ist hier eigentlich ziemlich passend und ich finde das ziemlich cool. Wir können natürlich auch mal schauen, wie viele Puffnuts wir noch haben, denn wenn sie ausreichen, können wir das, glaube ich, später halt auch nochmal machen. Hier, ne? Puffnuts? Ja, wir haben sogar nochmal drei. Cool, das heißt, wir können es auf jeden Fall später nochmal nehmen. Und wir haben noch mehr als genug Zeit, um hier den Dungeon ein bisschen anzugehen, denke ich. Move Blessing. Und ja, bevor wir überhaupt weitergehen, würde ich ganz gerne Merrick auch nochmal entsprechend ausrüsten. Ja, das ist halt eigentlich ganz cool, aber du nimmst die Demon Tears und du kriegst Angriff. Ja, es ist besser so. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier erstmal lang. Aber ja, ein Hit mehr. Ich hatte überlegt, ne, die Spezialattacken, die mehr ziehen und so. Vielleicht für einen Bossfight kann man das wieder ändern. Weil in einem Bossfight vielleicht ich eher wieder auf Spezialattacken gehe, aber für Random Encounter ist ein extra Hit auf jeden Fall mehr wert. Also da gibt es keine zwei Meinungen, denke ich. Und ja, weil der gute Tommy gemeint hatte, ich hatte Onscreen noch keinen Ho-Slash gemacht. Holen wir das nach. Ich habe auf jeden Fall Offscreen welche gemacht. Ob ich ihn Onscreen gemacht habe, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber deswegen machen wir das doch einfach mal. Spyrowind. Oh yeah. Ich mag die Attacke. Die Animation ist nicht so cool eigentlich, weil halt nicht wirklich viel onscreen passiert. Aber, na komm. Ach komm. You can really feel it. Hätte ein bisschen schneller machen können, Roan, ne? Ein bisschen. Aber ja, wir haben herausgefunden, Roan ist der Prinz von Siren Castle, ne? Wer hätte das gedacht am Anfang des Spiels? Ich denke mal, früher oder später ist ja schon was klar geworden. Und hey, noch eine Nuss? Sogar zwei anscheinend. Wenn das Attack oder Defense sind, wäre das nice. Und da fällt mir ein, dass ich welche für Millennia aufgehoben habe. Können wir dann heute direkt benutzen. Ah, nochmal Mirage Earrings. Ja, habe ich auch nicht genug von, ne? Absolut nicht. Ja, bin auch schon gespannt, wo ich die nächsten Punkte reinballern werde. Ich habe eigentlich einen mehr oder weniger guten Plan. Aber ja, Seed of Life. Wie gesagt, ja, HP hast du auch nicht wirklich viel. Kannst du gerne haben. Seed of Defense kannst du auch gerne haben. Ja, die hängt deutlich hinterher, würde ich meinen. Ja, damit. Seed of Power, die sind für dich. Und die Running nehmen wir noch nicht. Die Magic Abwehr, ne? Hast du eigentlich auch nicht so viel. Merrick hat eigentlich weniger. Aber der hat so viel Vitalität eigentlich. Und, okay, Vitalität bringt bei Magie nichts, aber er hat doch so viel mehr Lebenspunkte, dass es eigentlich okay ist, denke ich. So, dann erkunden wir hier mal weiter. Sehr hilfreich mit dem Licht und Eis, ne? Und ja, keine Sorge, ihr könnt die Kisten auch quasi einfach drücken. Das Spiel muss euch nicht jedes Mal sagen, hey, 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 du kannst hier was drücken. Ich habe eben noch ein paar Mirage Earrings gekriegt. Warum denn nicht, ne? So, und hier scheint sogar schon der richtige Weg zu sein. Aber schauen wir mal, ne? Wir haben ja jede Menge Zeit mitgebracht, also wir müssen uns gar nicht beeilen. Und hey, noch ein Item, Electrum Stone. Dürfte auch nur ein Cast sein. Und oh, neue Gegner, die Aliens sind los. Ah, ich meine, dass die ein bisschen nerviger waren. Zumindest, wenn man sie machen lässt. Die haben, glaube ich, einige Eis- oder Magic-Block oder ähnliche Attacken. Ihr seid die Skulls. Snail. Wirklich. Weiß nicht. Die sehen für mich ganz anders aus. Aber ja, Blood-Sucking habt ihr vor. Ihr habt keine elementaren Schwächen. Alles klar, das wollte ich nur wissen. Dann würde ich sagen, hau doch mal wieder einen Burn-Strike raus. Oder einen Burn-Flame, Entschuldigung, nicht einen Burn-Strike. Du kannst dich um den da drüben kümmern und schauen wir mal, wie gut... Ah, das wird gerade nicht so stark sein. Ich habe ihr die Bücher nicht gegeben. Nee, 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 ich habe ihr die Bücher nicht gegeben. Das ist nicht gut. Ja, seht ihr schon deutlich weniger. Gut getimt. Ja, wir können den Kampf gerne danach nochmal onscreen machen und mal gucken, wie viel stärker Millennia mit den entsprechenden Büchern ist, ne? Mal sehen, Bloodsucking kannst du eigentlich aufhalten. Das wäre ganz gut. Und du kannst den da hinten dir schnappen. Komm schon.
Sauber? Sauber. Easy. Nicht zu schwer. Ja, langsam aber stetig sammeln wir unsere Punkte im heutigen und wahrscheinlich noch im nächsten Part und dann sieht das da auch wieder ganz gut aus. Aber Skill Equip solltest du auf jeden Fall nehmen, meine Gute. Macht dich so viel stärker. Und ja, Speed nimmst du auch. Zumindest hier für die Random Encounter ist das auf jeden Fall dein Skill. Wie das dann später ist, können wir nochmal sehen, ne? Und ja, hier ist auf jeden Fall der richtige Weg, dann will ich nochmal zurück. Und ja, schaut mal, da habe ich zum Beispiel was übersehen. Und möchte erstmal sicher gehen, dass wir alle möglichen Sachen mitnehmen. Vor allem auch Encounter, ne? Also gerade die extra Erfahrungspunkte. Ja, ich kann es euch auch einfach sagen, Millennia hat 1700 jetzt bei dem Typen gemacht, mit der Burnflame. Und der war nicht mal im Zentrum der Attacke, also. Dazu aber vielleicht noch die Info, dass sie tatsächlich schwach auf Feuer sind. Und Resistenz auf Eis, also nur so nebenbei, ne? Ha, aber gut. Dann holen wir uns noch diese Truhe hier. Tudum. Lightning Tiara, die sollte auf jeden Fall für Millennia sein. Ui. Ja, stimmt, Tiara ist eine Kopfbedeckung, ne? Level 1 Lightning Resistance. Ja, ist anscheinend im Moment besser als Sleep Resistance. Und? Ja, ansonsten, der wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Warum habe ich noch zwei Sister Sets? Okay, die sind schlechter, als was wir vorher hatten. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber ich denke mal, Lightning Resistance wird wahrscheinlich nicht ohne Grund hier in diesem Gebiet zu finden gewesen sein. Und ich will mal schauen, ob wir da den Hebel noch betätigen können. Und dann müssten wir hier mit dem ersten Abschnitt eigentlich durch sein. Ich glaube aber, dass wir da nicht von hier oben hinkommen, ne? Weil die Seite nämlich hier zu ist. Ich glaube, wir werden jetzt nämlich den Weg zurückgehen quasi, wenn wir unten lang gehen. Und dann können wir diesen Hebel setzen und haben quasi den Weg nochmal raus. Ich glaube, so funktioniert das. Ja, aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Nee, nee, hier lang. Es erinnert mich übrigens hier sehr stark, zumindest dieser erste Abschnitt dieses Dungeons, erinnert mich sehr stark an Grandia 1, an den Dungeon vor der Kirche, wo man dann auf dem Weg war, um die Hochzeit zwischen, wie hieß er, dem Ojupman und Fina zu verhindern, ne? Wie hieß denn der Ojupman nochmal? Und dann kam Mr. Chan, ne? Der Bodyguard, dieses du-du-du-du-du-du-du-du-du. Erinnert euch wahrscheinlich, oder? Gute Erinnerung. Ah ja. Ich habe übrigens mal gelesen, dass man nicht geambusht werden kann im Kampf, wenn man dieses kleine Eichhörnchen an sich dran hat hier. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ich meine, ich kann es gerne mal testen, aber nur so als Info. So, und perfekt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Warum ein Wasserrad, wenn man drei haben kann? Und das klingt immer wie ein Timer. Irgendwie denke ich immer, ich muss mich beeilen hier. Aber gut, den können wir auch gleich benutzen. Und das müsste jetzt nämlich der Weg zurück sein. Und ich glaube, den gehen wir kurz. Und dann dürfte sich die Tür da öffnen, ne? Na dann, kurbeln wir ordentlich hier. Hoffe übrigens, ihr hört mich auch gut genug, weil... Schauen wir mal kurz. Doch, die Ausschläge sehen okay aus. Ich bin gerade nämlich ein bisschen weiter weg vom Mikrofon als normalerweise. Ich kann das auch ändern. So dürfte es vielleicht ein bisschen besser sein. Werde ich ja dann inmitten des Parts sehen, schätze ich. Weil ich immer jetzt gerade ein bisschen vorsichtig mit meinem Popfilter sein muss, leider. Und ja, da kommen wir nicht hoch. Ja, weil ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass mir der irgendwie so teilweise abgebrochen ist. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich lebe damit, bis ich irgendwann mal mir endlich einen neuen gekauft habe. Kann ich halt leider nicht mehr lokal machen. Zumindest kenne ich keinen Laden. Habe auch überlegt, ob ich auf einen Tischständer ändere. Das wäre vielleicht sogar angenehmer, aber mal sehen. Und erst jetzt gerade ist mir wieder eingefallen, dass Merrick ja bei, ich glaube, vor drei Parts oder so Boom gelernt hat. Müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber ich habe eben noch eine Seed of Power gekriegt. Ja, schaut mal, 177. Ah, Moment, man darf ja nicht vergessen, der hat dieses eine Buch, was ihm 50 Punkte oder sowas bringt. Also sehr bald können wir unser Equipment entsprechend auch anpassen zwischen den beiden. Und dann kann Ryudo gerne die Power-Up-Sachen nehmen. Ich meine, inzwischen ist das auch ein bisschen besser, weil inzwischen hat Merrick auch die Möglichkeit, Magie einzusetzen und zumindest seine Explosionsmagie dürfte gar nicht so schlecht sein. Deswegen. Und ja, um, ja, Zelda zu zitieren, wenn ihr so wollt. Und sauber.
Alles klar, der Eingang ist also schon mal gesetzt. Das war jetzt nicht zu schwer, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir gehen aber hier nochmal zurück, weil ich meine, dass wir dann hier auch nochmal in Ruhe speichern können und kriegen noch eine Magical Brace, welche, glaube ich, Magieangriffe verstärkt. Kann das sein? Schauen wir mal. Magical Brace. Wie, das ist alles? Das ist alles? Nur 20 Defense? Das ist ja ein bisschen sehr arm. Wieso hatte ich im Kopf, dass die was Besseres kann? Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich gemeint, dass das noch ein bisschen vernünftiger ist, sage ich mal. Aber gut, ich sehe auch gerade, wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Dann würde ich wahrscheinlich heute den Cut ein bisschen früher setzen. Aber dafür können wir nochmal kurz schauen wegen Power-Ups, auch wenn wir gerade nicht so viele Punkte haben. Hatte eigentlich gedacht, ich sammle erst noch ein bisschen weiter. Aber das ist eigentlich dann auch nicht so verkehrt. Wir können ja mal schauen. Ich meine, 800 Punkte ist jetzt nicht so wenig, ne? Nicht so wenig. Power-Up. Attackentechnisch? Ja, ich möchte euch auch früh genug diese Attacke hier zeigen. Die Purple Lightning-Attacke. Früh genug, Leute, früh genug. Und eigentlich hiervon bin ich nicht der größte Fan, sage ich mal ganz ehrlich. Aber einfach nur, weil es haben. Es haben. Alles klar, dann sind wir übrigens mit Rowan fertig, ne? Alle seine Abilities haben wir. Sehr nice. Und magietechnisch, schauen wir mal, ich kann nicht so viel sagen, dass ich nicht mehr lange auf dieses Holy Egg setzen werde. Und das, was es kann, reicht mir eigentlich. Es hat Crackle auf Max, es hat die All Healer auf 3 und es hat Tremor. Das sind so die Sachen, die mich am meisten interessieren. Und es hat halt Wow und Ding und Runner, okay. Aber das war auch nicht wirklich teuer, deswegen habe ich mir die Sachen noch gegönnt. Aber ansonsten bin ich eigentlich nicht der Fan, außer das hier ist vielleicht noch ganz interessant, Ups Action Ability. Das macht halt, dass wir unsere Action schnell einsetzen, ja. Aber insgesamt finde ich, ist das kein zu starkes Ei, außer ihr setzt halt auf Eis zu. Aber dann ist es genial. Aber abgesehen davon nicht so wirklich. Das Gravity Egg ist eher eins, was ich sehr schätze. Was ich auf jeden Fall auch noch aufwerten muss. Und ich würde halt auch gerne noch ein bisschen dran arbeiten. Ich muss aber halt schauen, wie ich die nächste Boom-Attacke kriege. Da bin ich nämlich nicht mehr sicher, aber du kannst erstmal ein bisschen Querfeld einlernen. Okay, hab halt gehofft, wir triggern es. Aber anscheinend noch nicht. Okay, aber gut, das Gravity Egg ist eins, was ich ziemlich mag. Nur so nebenbei, aber gut. Ich würde sagen, das ist eigentlich sehr gut, um hier den Cut zu setzen. Und beim nächsten Mal können wir dann tiefer in die Dungeon im Siren Castle gehen. Weiter geht's also beim nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.